So, grüß euch wieder einmal! Lange Zeit ist her, endlich sehen wir sie wieder! Ich bin unterwegs mit dem Rückenwagen, mir läuft es eiskalt, Leute! Gänsehaut! Jawohl, ich bin wieder dabei! Ihr macht es wieder frei! Ich nehme wieder ein bisschen was auf, in der Kamera mitlaufen. Ich hoffe, ihr versteht es mich gescheit, weil ich habe ein neues Stativ, das kann ich jetzt schon daher, habe ich schon daher geschmolzt. Und ich hoffe, dass das Mikrofon jetzt so verdeckt ist, dass man mich nicht mehr hört. Also glaube ich, das wird eine gemeinte Sache. So, Kindersitz habe ich auch verbaut, es hat sich viel verändert. Aber bloß zum Positiven, ich sag's euch. So, ich bin da, wir haben da gewesen heute. Und zwar haben wir ein bisschen Käferbaum aufgeräumt. Der Käfer schon ausgezogen ist und auch noch Käferband, der nicht ausgezogen ist und ja, vom Sturm ein bisschen was. Nein, da unten da steht nichts Gescheites dort. Und dann lässt das liegen, auf gut Deutsch gesagt. Da haben wir aber beobachtet, welchen Käfer. Es hält sich alles in Grenzen. Ich muss ehrlich sagen, man darf nicht allerweil jammern, es muss ein Jahr geben, der was einfach weniger ist. Und es scheint so, dass 2024 weniger ist. Aber das Jahr ist noch nicht um. Es hat stark angefangen mit Regen. Brutal. Also 30 Liter, 40, 50 Liter innerhalb von nein, 2 Stunden. Jetzt gestern wieder. Auf einmal fängt es an, die fängt dann ganz stark an und zieht halt da 10 Minuten durch und dann hast du mal 15 Liter sofort oder 20. Und das geht dann im Boden fast nicht mehr rein. Da überschwemmt es der alles und dann läuft es da nicht toll rein oder was weiß ich. Bei uns Gott sei Dank nichts Großartiges. Toi, toi, toi. Ja. So, und jetzt geht es wieder rauf. Ja. Die Saison startet komisch im Sommer. Weil normalerweise im Sommer nichts mehr Holz ist, aber es ist einfach eine vertraute Welt. So, drum schnalzen wir ein paar auf den Rückenwagen, fahren wir es raus. Schalte die ein bisschen ein und nehme ein bisschen auf. Das seht ihr, was Sache ist, nicht? Bei mir wieder mal. Ja? Also, da würde ich sagen, dann reden wir nicht lange umeinander. Greift mir auf! Jawohl! Das, was ich jetzt da ablade, sind Fixlängen. Ein Fuller bei Frank, was ich mit dem Holz mache. Das sind Fixlängen. 5 Meter. 20 und 4,20 Meter. Vordefiniert. Ist eine D-Ware. Gute Klasse D. Das ist nichts Gescheites. Aber, nein, ist so. Was willst du sonst machen? Ne? D ist auch okay. Ne? Das hilft nicht. Das sind nicht bloß HL4 oder was oder A draußen. Das geht nicht. Der zum Beispiel. Ja, sieht man, der ist da schon mal abgerissen draußen. Der ist nicht gerade stark vom BHD. Das ist ein ganz klassischer D. Obwohl es ein Erdstamm ist. Ja, ist ein Erdstamm, sieht man da, ich traue ihn euch noch mal her. Ja, das ist unten. Das ist unten, das was jetzt da seht. Das ist unten. Ja, das ist ein Erdstamm, aber ist trotzdem ein D. Ah, ein bisschen krumm ist er auch noch. Ah, ja. Das Gescheit ist nicht. Aber trotzdem kriegt man was dafür und darum wird es angeliefert. Aus, einmal fertig. Tue ich gar nicht einmal an. Aber sie sind astrein, die Kleinen. Ja. Wie gesagt, das ist ein Erdstamm. Astrein ist auch gut. Ja. Lappen oder sonstiges halt. Ne? Aber meistens aus der D-Ware, das wäre ein Lehmbinder. Schneiden sie es auseinander und dann packen sie es wieder zusammen. Ganz einfach. Und alles haben. Alles, was du alles brauchen beim Holz. Gibt es keinen Abfall. Jawohl! So. Ja, der Raps ist weg. Mit Epsi aufgeladen. Ein bisschen was wäre aufgegangen, aber da komme ich nicht rein.
Das ist mir dann doch zu schwer, die Viertelfuhr. Wenn du so ein Gewicht drauf hast und so weiter, musst nicht unbedingt rausfahren. Nicht? Reifen. Habe ich auch schon ein paar Mal Platten gefahren. Katastrophe. Naja. Dann würde ich sagen, fahren wir es heim und dann geht's weiter mit Brennholz und dann Hackschnitzel. Jawohl! Wieder ordentlich eingeschwärmt. Das Rapsfeld durch den Edge. Ja. Wer es noch nicht mitgekriegt hat, Ich habe jetzt einen Shop draußen, ein paar Produkte haben drinnen, weil so viel gefragt haben. Ja, wow, schön, das war ein T-Shirt. Und ich denke mir alle, weil, mein Gott, ich hab's doch eh so viel T-Shirt zum Saufedern. Ja, meinetwegen. Jetzt habe ich einen Shop rausgebracht. Schaut mal drauf, die Videobeschreibung verlinkt. Nicht? Oh, da geht's um. Da brauchst du ein Allrad. Bruder. Schreibt mich nicht an. Ja, genau, der Shop. Da ist ein T-Shirt drin, das haben sie so viel gewünscht. Und jetzt ist draußen und zwar das Überladen. Das Überladen-T-Shirt, ja. Da ist mein Hirsch drauf, da ist der Rückenbogen drauf, ein paar saubere Stamm. Schaut es euch an. Das T-Shirt muss an jeder Rückenbogenfahrer braucht es. Hackschnitzel zeichnet da schon einen Haufen Zeichnung. Brutale. Aber die Leute brauchen es, sonst wird es nicht warm in der Bude. Weißt du, das passt. Das ist gut. Verstehst du? Ich bin froh, wenn ich ein bisschen was dazu beitragen kann, dass es bei den anderen warm wird in der Bude. Na gut, oder? Was sagt's dazu? Jawohl, so. Und abladen, bitte. Einmal abladen, bitte. Jawohl. Das ist Steuerung, ja? Das ist die. Für den Rückgewohn. Scanreco. Akku. Kannst du vergessen. Die Akkus haben das A und O. Wenn du keine gescheite Akkus hast, kannst du vergessen. Ich habe bei meinem Schlagschrauber auch gespannt. Die Akkus, die da mitkommen, kannst du vergessen. Jetzt Makita-Akkus rein. Der schnalzt alles um. Aber die anderen, die Mitglieferten von der No-Name, das kannst du vergessen. Die zeig Makita, weil die passen noch. Nicht? Makita-Akkus rein, bum bum, hängt wieder. Und schnalzt wie ein Geisteskranker. Wie ein Geisteskranker. Dann schaue ich drauf, wenn ich noch will. Was? Immer noch 4 Striche. Das gibt es ja gar nicht. Der Akku ist das A und O. So, jetzt lade ich an. Jawohl.